Hallo, ihr guten Leute. Willkommen zum Mandalorianischen Sidekick Project. Wie baue ich mir mit simplen Mitteln einen mandalorianischen Helm? Ich versuche es einfach mal mit primitivsten Mitteln. In diesem Video geht es um das Aufzeichnen der Teile auf die Platte. Natürlich wird alles Step by Step durchgeführt. Das heißt, ich lasse nichts aus, außer vielleicht wirkliche Zeitfresser, wie das Ausschneiden der Teile aus Papier, was wiederum sehr langwierig war. Und ich war die ganze Zeit vor der Kamera. Das heißt, ihr hättet nicht viel sehen können. Die Links zu den Mustern und Vorlagen findet ihr in der Beschreibung des Videos. Und jetzt holt das Popcorn raus und macht euch bereit für eine Reise mit Cutter und Kuli. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Schreibt ein paar Kommentare, bewertet das Ganze, unterstützt das Projekt und bis dann. PS, abonnieren nicht vergessen. Aber jetzt geht's wirklich los. Viel Spaß, Leute. Bis dann. Ciao. Hallo, ihr guten Leute. Heute möchte ich gerne was ausprobieren. Und zwar habe ich hier einen Cutter. Und ich habe mir so eine Papiervorlage ausgedruckt für einen mandalorianischen Helm. Und zwar, wenn jetzt sowieso diese Maskenpflicht und sowas kommen sollte. Meine Güte, diese Dinger, die sind laut den ganzen Büchern und sowas. Und den Film dafür gedacht, in der feindlichen Umgebung zu überleben. Wir werden natürlich nicht irgendwelche komischen Dinge damit anstellen, aber ich werde einfach mal testen, ob man so ein Ding mit simplen Mitteln herstellen kann, so einen Helm, und ob man den vielleicht mit so ein paar Add-ons zu einem Filter machen kann. Und dann wollen wir mal schauen. Ich schätze mal, damit da kann man da draußen überleben und Corona hin oder her. Ich glaube, einkaufen mit einem mandalorianischen Helm auf dem Kopf wird wahrscheinlich schon ziemlich witzig werden. Achtung, und jetzt kommt ein großer Zaubertrick. Ich nehme hier meinen Cutter und ihr seht schon, zack, einmal ausgeschnitten. Alles mit L drauf brauchen wir nochmal für die rechte Seite auch. Zack, noch ein zweites ausgeschnitten. Mensch, ist das große Klasse. Und noch ein drittes, ausgeschnitten. Ich denke mal, ihr wisst wirklich alle, wie man mit dem Cutter umgeht, oder? So, und das nächste Teil ausgeschnitten. Na, das läuft da wie am Schnürchen. Und weil das eben schon so gut funktioniert hat, dann machen wir hier gleich mit den Tricks weiter. Die Links zu diesen PDFs, wo diese Schnittmuster drin sind, die werde ich euch natürlich unten ins Video reinposten, damit ihr auch wisst, wo ihr die einfach downloaden könnt. So, Blatt Nummer 2. Zack und zack und hier ein bisschen und da ein bisschen geschnipselt. Das ist ja wunderprächtig. Guckt euch das an. Ein Teil rausgeschnitten. Und hier ist es auch wieder so, zack, und hier und da und überhaupt. Alle Teile, wo das L drauf ist, die werden natürlich dann für die rechte Seite einfach nochmal gespiegelt aufgezeichnet. Und noch eins, rucki-zucki ausgeschnitten. Na, das läuft doch richtig gut. So, das war schon das nächste. Und bei dem dritten Blatt machen wir es genauso. Hier, da seht ihr es auch, von wem das Ganze kommt. punishedprops.com. Wie gesagt, die Links sind gleich unten. Und ja, ich weiß, jeder mandalorianische Helm ist natürlich ein Unikat und jeder baut seinen selber oder ähnliches. Aber wisst ihr was? Um ganz ehrlich zu sein, ich habe sogar den Mandalorian genommen, statt den Boba Fett, obwohl Boba Fett natürlich der coole ist überhaupt. Ganz einfach, weil ich hier jetzt drei Blätter habe, die ich insgesamt bearbeiten muss und dann erstmal auf die Details von Bobas Helm dann quasi verzichte. Mit dem extra Visor, damit du dann irgendwelche Raketen auf dein Ziel richten kannst und ähnliches. Ich glaube, wir beschränken uns erstmal auf die einfache Variante. Schlussendlich ist es dann natürlich nicht nur ein Teil an der Seite, sondern natürlich auch das ganze intern verdrahtete und sowas, was noch ein bisschen anders ist. Aber das spielt erstmal keine große Rolle für mich. Auch wenn ich damit vielleicht Hardcore-Fans ärgere, aber das ist mir relativ gleich. Ich möchte einfach mal einen Test machen. Also auch das hier, das schneide ich jetzt mal ruckzuck aus. Einmal, das läuft ja richtig wie am Schnürchen, meine Güte, Wahnsinn. Zwei Stück ausgeschnitten und hier oh, auch schon ausgeschnitten. Und hier, ich glaube, ich kann fast pusten und das ganze Zeugs fällt raus. Oh, ist sogar schon. Hier habe ich noch ein Teil gefunden, das ist mir gerade da rausgefallen. So schnell habe ich geschnitten. Das habe ich mit dem anderen schon mit ausgeschnitten. Kannst du nochmal zurückspulen, dann seht ihr das ganz genau. Und das hier habe ich auch rausgeschnitten. Also insgesamt könnt ihr sehen, das sind nicht viele Teile, die wir insgesamt haben. Und ist eigentlich rucki-zucki gemacht. Als nächstes habe ich hier etwas. Normalerweise werden von den Cosplayern und Ähnlichem
werden zum Beispiel Bodenmatten verwendet oder ähnliches. Ich habe aber gerade keine da. Also nehme ich die Kollegen hier. Wisst ihr, was das ist? Wenn ihr zum Beispiel im Baumarkt guckt, dann findet ihr an der Stelle, wo die Heizungsdämmung und sowas ist, findet ihr diese Platten. Die kann man auch vielleicht als Basis nehmen für Gebäude und ähnliches, wenn man für Tabletop was baut. Aber ich denke mal, hierfür sind sie gerade gut genug, um so einen kleinen Test zu machen. Die sind zwar nur ein paar Millimeter stark. Normalerweise wird empfohlen, dass man 10 Millimeter nimmt. Aber das hier ist auch schon ganz okay. Also wir nehmen diese Platte hier und hier übertrage ich das Ganze jetzt drauf. Einmal für links und dann drehe ich natürlich die ganzen Muster einmal um und dann zeichne ich das auch noch für rechts auf. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann kann ich es vielleicht auch auf so diesem EVA-Foam machen. Sprich, auf Deutsch heißt es einfach Moosgummi. Vielleicht nehme ich auch mal so Bodenplatten oder sowas, je nachdem. Na, und dann mache ich euch das damit nochmal fertig. Falls ihr Interesse daran habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und dann können wir mal schauen, dass wir so ein Full-Scale-Projekt draus machen. Vielleicht nehmen wir noch einen Raspberry und machen ein bisschen Elektronik rein in den Helm. Stimmverzerrer, irgendwelche Kameras, die wir noch anbauen oder so. Ganz, ganz vieles fancy und cooles Zeug. Wäre sicherlich eine schöne Sache. Und schnell wie Soldberg, wenn es was zu essen gibt, haben wir uns das genommen, dieses Blatt. Da kriegt man mindestens einen Helm rausgebastelt. Und hier, da seht ihr schon die ganzen schönen kleinen Muster. Die werden jetzt schön verteilt und die gibt es halt einmal für links und für rechts. Man könnte jetzt natürlich auch das Ganze schon aneinander stecken. Dann hat man an der Stelle den Vorteil, dass man eine Naht weniger hat. Aber das Problem, das wäre halt dann insgesamt wahrscheinlich gewesen vom Schnittmuster her, dass das Ganze einfach nicht auf eine A4-Seite drauf gepasst hätte. Schauen wir mal, ob das funktioniert, wenn ich das hier so zusammennehme. Ach, das könnte was werden. So, und jetzt nehme ich das nächste mächtige neue Werkzeug. Nicht nur einen Cutter nehme ich jetzt, sondern ich nehme sogar einen Kuli. Na Donnerwetter. Wichtig ist, dass wenn wir das hier jetzt machen und das übertragen, dass wir auch darauf achten, dass wir die Buchstaben mitnehmen. Boah, diese Profi-Werkzeuge sind schon echt toll. So, einmal das B. Hier haben wir noch eins. Wahnsinn, noch eins. Drei Bs schon. Jetzt gehen wir hier hinten um die Ecke rum. Ein F. Ich muss mir noch was einfallen lassen am. Vorhin, als ich da mit dem Cutter gearbeitet hatte, da habe ich natürlich das Problem gehabt, dass wenn ich das Ganze mit dem Cutter direkt geschnitten hätte, hättet ihr nichts sehen können. Denn mein Gesicht war natürlich vollkommen im Weg. Momentan, so wie ich hier die Kamera habe, wäre das nichts Schönes geworden. So, da hättet ihr meinen Kopf gesehen, aber nicht wirklich das, was ich eigentlich mache. So, hier haben wir ein kopfstehendes A und sonst haben wir da nichts drauf. Jetzt nehmen wir das hier direkt mit. Das heißt, das C, das ignorieren wir an der Stelle. Ich habe es nur aus zwei Blättern ausgeschnitten. Wir gehen jetzt hier direkt weiter. Über das B, noch ein B, bis hinten hin zur Ecke. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir dann am Schluss, wenn wir das Ganze zusammen machen, dass wir halt wirklich eine Naht weniger haben. Ich verfolge weiter diesen Low-Tech-Ansatz. Das heißt, schlussendlich, wenn ich das zusammenbaue, werde ich weiter einfach nur auf die simpelsten Mittel zurückgreifen. Soll heißen, ich habe hier diese Platte und ich werde einfach nur Holzleim nehmen. Später werde ich auch nochmal Holzleim nehmen, nämlich um die Poren zu füllen, zu schließen, wenn das Ganze hier fertig ist.
um es dann schlussendlich dann anzumalen. Übrigens, wenn ihr möchtet, dass die Bildqualität ein bisschen nach oben geht und so weiter, und ich mit vernünftiger Beleuchtung arbeiten kann, schön, das war's schon. Dann könnt ihr mich gerne unterstützen über Patreon oder auch über die einzelnen Sachen, die ihr im eBay-Shop findet beispielsweise. Oder diese Bastelanleitungen für die Ruinen und ähnliches. Damit könnt ihr das Projekt unterstützen und dann kann ich auch neues Equipment holen. Zum Beispiel so ein Schwanenhals wäre vielleicht gar nicht verkehrt für die Kamera und ähnliches. B. Sie hätte ich eigentlich gar nicht machen müssen. Das wird ja sowieso ineinander verschwinden. Hier haben wir wieder ein B. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr natürlich auch gerne, wenn ihr subscribed habt, abonniert habt, gleichzeitig auch noch einmal auf die Glocke drücken und dann kriegt ihr direkt die Notification, sobald ich irgendwas Neues abgeloadet habe. Jetzt momentan, dadurch, dass viel Zeit ist, geschieht das in relativ kurzen Abständen. Und sonst ist eigentlich mein Ziel, mindestens einmal die Woche was Neues für euch zu haben. Sei es nun irgendwas über Ruinen oder irgendwelche Videos, die ich für euch im Wald mache oder sowas, damit ihr so ein bisschen mal die Ohren freikriegt oder den Kopf freikriegt, irgendwas anderes seht, wenn ihr zum Beispiel gerade nicht raus könnt. Naja, wie dem auch sei, abonniert das ganze Ding hier einfach und bleibt immer auf dem Laufenden. Schreibt was in die Kommentare, gebt Anregungen und Tipps oder Ideen. Wie gesagt, dass das hier absolut nicht der ideale Werkstoff ist, das weiß ich schon. So, hier, da machen wir witzigerweise noch das hier. R und R. Dann, wir drehen es ja jetzt auf die andere Seite. Und das hier, das werden schlussendlich dann die beiden Streifen, die oben die Wölbung des Helmes von vorne nach hinten abbilden. So. Ist das nicht ein schöner Bogen? Ganz ehrlich. Ich bin jetzt schon begeistert. Und ich hoffe, dass das Ganze auch was wird. Aber sicherlich wird's was. Mal gucken, was das ganze Ding am Schluss für eine Farbe kriegt. Und was für ein Visor, der vorne reinkommt und so. Ich glaube, ich habe noch Acryl im Keller. Da kann ich dann mal schauen, mit einer Heißluftpistole kann man das vielleicht dann gleichmäßig warm bekommen, so dass man das biegen kann. Wäre auch eine schöne Sache. Dann hätten wir einfach eine Acrylscheibe vorne drin aus, ich weiß gar nicht, was das ist. 2 mm oder sogar 4 mm Stärke, meine Güte, das ist ja fast Industrieglas. Ich glaube, für Fräsen und sowas wäre das sogar schon das, was teilweise verwendet wird, von der Stärke her. A, das C, das brauchen wir ja gar nicht an der Stelle. So, hier haben wir noch ein A, das ist dann wichtig, wenn dann die Seitenteile hochgeklappt werden und ähnliches, dass wir da all das Passende haben. Hier haben wir das B zwischen. Und ich versuche es relativ passgenau zu machen, das Ganze. Aber dadurch, dass ich mit sehr dünnem Material arbeite, normalerweise sind 10 mm vorgeschlagen. Dadurch wird es natürlich so sein, wenn ich das Ganze am Schluss schleife, dass ich höchstwahrscheinlich Löcher drin habe. Aber da mache ich es dann auch wieder auf den
Simplen Weg, ich werde das von innen dann einfach mit noch einer kleinen Schicht auffüllen. Beziehungsweise, ich werde die Reste hiervon nehmen. Ich habe mir schon die Grundteile für den Helm zusammengeschnitten. Allerdings war das dann für den Boba Fett Helm. Und das halt einfach hier draus. Aber wie ihr seht, seht ihr nichts. Das heißt, wenn ich XPS nehme, beziehungsweise Styrodur, und versuche das einfach zu biegen, dann macht das Poff und das bricht einfach durch. Deswegen kann man das dafür leider nicht direkt nehmen. Und wenn man ehrlich ist und das mit einem Bügeleisen beispielsweise bearbeitet, dann hat man irgendwas, aber nichts, was man am Schluss wirklich verwenden kann. Oh, schön. Guckt euch das an. Ist das nicht fantastisch? Jetzt kommen hier auf dieser Seite noch die Buchstaben dran. Und dann bin ich schon ziemlich glücklich. Ein B, noch ein B, noch ein B. Und wie ihr seht, das hier, das werden die beiden Teile, die direkt zusammengefügt werden. So. Noch irgendwas vergessen? Nein, hier drüben, das ist komplett. Hier legen wir das nochmal an bei dem A und nehmen diese Linie hier noch mit. So. Wichtig ist natürlich dadurch, dass wir das jetzt sowieso umdrehen werden, das Ganze, müssen wir natürlich das Ganze nach innen übertragen. B. Hier drüben das A. Denn wenn wir es ausgeschnitten haben und haben keine Buchstaben mehr, wäre natürlich ziemlicher Quatsch, oder? Das liegen wir lieber einmal übertragen und dann haben wir gleich unsere Ruhe. Ja, das wäre schon was. Oder ich könnte mir hier sowas, vielleicht kann ich ja sogar den Helm dafür nehmen. Das wäre ja auch eine gute Idee. Da mache ich da so ein paar Upgrades dran und vielleicht so eine Webcam oder so, die ich direkt an den Helm dran bastel. Und dann habt ihr quasi so eine First-Person-Geschichte an der Stelle. Ihr könnt sofort sehen, was ich da treibe. Wie? Ja, ich bin auch gefragt, so wie es aussieht. Noch ein B. Noch eins. Die Welt ist voller Bs, sage ich euch. Obwohl als Beta lebt sich's wahrscheinlich sehr viel entspannter und entschleunigter und einfacher als Alpha. Wenn man hinterherlaufen muss nur und sagen muss, siehste, hat er recht gehabt. Gut gemacht. Wahrscheinlich auch gemütlich. So, jetzt sind wir hier bei dem A. Bei dem A. Und wie gesagt, das C hier zwischen, das habe ich übersprungen. Mal schauen, was wir hier noch Schönes haben. Diese Teile hier, die könnte man natürlich direkt unten mit dem umlaufenden, mit dem unteren Teil des Helmes verbinden. Aber dann hätte man natürlich das Problem, sobald man das dann knickt, hätte man hier eine gerade Kante oder relativ gerade. Das heißt, man würde die Wölbung nicht richtig hinbekommen. Immer noch gefragt. Das ist ja heller Wahnsinn. Das heißt, diese Teile hier, die werden einzeln aufgezeichnet. So, schiebt euch das mal alles ins Bild rein. Wäre sonst schade, wenn ihr nur die Hälfte sehen könnt. Und hier einmal, hoch, einmal satt drumherum gezeichnet. Das gute alte E. Ein F. Oh, da hinten kommt noch ein F. Hier sind es viele Fs. Und noch ein F. Jetzt sind wir schon hier auf der Seite. Und den langen Weg zurück. Ach, hier haben wir wieder Bs. Seht ihr das? Ich könnte wetten, dass diese Bs am Schluss in irgendeiner Form hier dran kommen.
So, E ist F, B. Sehr gut. Jetzt kommt das Ganze direkt hineben. Dann können wir uns hier den Platz direkt mitnehmen. Ich halte das einmal ein bisschen hoch. Hier, da sieht man es so ganz, ganz, ganz knapp. Dadurch, dass das hier ein relativ helles Material ist, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier direkt die Sachen nachzeichnen können. Das könnte man sich natürlich auch ins Fenster stellen oder ähnliches. Wäre gar kein Problem. Einmal gegen das Fenster gehalten und zack, die Striche nachgezogen und fertig ist die Kiste. Hier ist das B. Noch ein B. Noch eine Linie. Wieder nach außen alles anzeichnen und am Schluss nach innen übertragen. Ich meine, wenn man ehrlich ist und dann am Schluss diese Teile hier einmal richtig gesehen hat, dann erschließt sich das einem schon fast von selbst, was dann wirklich wohin kommt. Aber man kann sich's leichter machen und man kann sich's vielleicht auch schwerer machen. Je nachdem. Ich mag es an dieser Stelle vielleicht leichter. So, das war das alles. Und hier haben wir einen R. Das heißt, wenn man das sauber ausschneidet, das Ganze, dann kann man natürlich auch noch einen Helm machen und noch einen Helm machen und noch einen Helm machen. Hier kommt direkt das R hin. Wenn ihr das möchtet, könnten wir auch gerne mal so einen Livestream hierzu machen. Für das hier oder, naja, vielleicht für ein anderes Projekt. Irgendwas, wo das Ganze ganz gut funktionieren kann. So, hier bis ums Eck drumherum und wieder zurück. Das läuft da echt super. Und normalerweise wird halt Schaum verwendet, weil man den ganz gut dann einfach mit der Heißluft oder mit dem Heißluftföhn schön weich bekommt, um den dann in die finale Position zu bringen. Wir haben natürlich hier so eine bisschen kantigere Variante, nenne ich es mal. Das heißt, das hier, das ist quasi das gleiche wie das hier. Also auch Styrodur. Das ist also geschlossen porig. Aber es ist halt so ein bisschen weicher. Wir haben hier weniger Dichte vom Material her. So. Cool. Alle Sachen da. Das L und das R schreibe ich jetzt nicht hier rein, sondern ich lege alles, was ich dann fertig habe, mit der rechten Seite einfach nach oben zur Seite. Und das nächste Stück. Das geht aber gut. Und weil wir gerade so im Fluss sind, nehmen wir die lange Seite hier und noch mit. Wundervoll. Und jetzt versuche ich mal hinten um meine Hand rumzumalen. Mal gucken, ob das überhaupt in irgendeiner Form funktioniert. Naja. Funktioniert bestimmt toll. Aber dann seht ihr nichts. Quasi aus der Hüfte hinterm Rücken versucht zu schießen. Und da und das hier und das hier unten. Meine Güte, das geht ja weg wie Butter. Ein F. Mal schauen, wo wir das F wiederfinden. Ihr seht, hier sind ja lange, lange, lange Kanten, die dann geklebt werden am Schluss. Ein R haben wir hier noch.
So, wieder schön die ganzen Linien nachziehen von der Rückseite. Hier haben wir ein D. Hier noch ein bisschen nachziehen. Und hier drüben auf der Seite haben wir noch eine. Und noch eine. Und ein B. Na sowas. Und hier haben wir das F. Und jetzt haben wir schon die rechte Seite. Die setzen wir einfach hier oben schräg drüber. Schieb das Ganze noch ein bisschen her. Dann könnt ihr es ein bisschen besser sehen. Und die rechte Seite wird aufgezeichnet. Und noch einmal hier unten um die Kurve rum. Na Donnerkeks. So, hier unten. Und das Ganze hier, das zeichne ich für euch, na gut, bis auf das Geschneide mit dem Cutter, zeichne ich euch in voller Länge auf, weil ich es immer ganz schön finde, wenn man dann dabei halt sieht, okay, und was macht man jetzt an der Stelle? Oder jetzt habe ich das und das Problem, wie wird das eigentlich gelöst? Genau die Fragen, die ihr dann habt, die habe ich dann auch im Kopf. Und ich meine, am Schluss wird es natürlich, wenn man das selber macht, wird es eh cool und perfekt und sowas. Und wenn nicht ganz, naja, dann macht man es halt schön. Ein D haben wir hier. Ist das ein schönes D? Naja, jetzt ist ein schöneres D. Und dann haben wir hier hinten noch ein Teil. Und immer noch ist die Welt beschäftigt und schreibt und so. Noch ein B. Und hier hinten haben wir noch was. Diese lange Ecke, das war mit dem F. Jeweils zwei Striche. Gute Sache. Das R haben wir schon draufgeschrieben, damit wir es später nochmal verwenden können. Jetzt werde ich hier erstmal diese Striche alle nach innen übertragen. Das heißt, hier haben wir das, da haben wir das. Und durch die schönen Poren, die das Ganze hier hat, können wir das, denke ich mal, auch ebenso wie normales XPS ganz gut mit dem Holzleim verkleben. Hey, wenn ihr die Lootbox 1 holt bei eBay, dann habt ihr sogar den Vorteil, dass ihr schon eigentlich so ziemlich alles dabei habt. Na gut, ihr habt dann Ziegeln dabei. Aber ihr habt auf jeden Fall einen Cutter und Holzleim ist auch schon dabei. Das heißt, ihr könntet das hier als Nachfolgeprojekt nach der Ruine nehmen. So, die ganzen schönen Linien. Die Buchstaben übertrage ich natürlich auch gleich. F und F. B, das B. Noch ein B. Und ich finde, es ist eine ganz faire Sache, wenn ihr hier seht, wie lange das insgesamt dauert. Und ihr euch dann überlegt, okay, ich habe eigentlich nicht allzu viel Zeit für sowas, dann könnt ihr das schon vorher sehen. Beziehungsweise macht es euch einfach und guckt euch einfach das Zeugs hier nebenbei an, was ich hier so produziere. Und dann habt ihr am Schluss die Sachen nicht alle in der Gegend rumstehen. Ist doch auch was Schönes. Ein B und hier haben wir noch ein F. So, nochmal ein kurzer Überblick. Das passt alles. Das ist übertragen. Die Striche hiervon sind da. Hier sind die Striche auch alle da. Ganz viele Fs. Ein B. Schon ziemlich gut. Allerdings möchte ich hier noch eine Sache schauen. Das war das hier. Hier haben wir
das als rechtes Bauteil. Ah ja, ich dachte es mir doch, dass hier irgendwo noch ein so ein Schlingel fehlt. Da seht ihr es, ein B hat gefehlt. Naja, damit es hier draußen auch da ist. So, und fertig. Okay, und das heißt, wenn man das sauber ausschneidet, dann könnte man das ja eigentlich direkt auf die nächste Platte drauflegen und nochmal machen. Wäre auch was Schickes. So, was haben wir hier noch für schöne Teile? Das Seitenteil des Helms. Das hier, das wird eigentlich nochmal auseinandergenommen. Ich lasse es erstmal einfach so hier zusammen. Ist ja auch was Schönes. Und dann schauen wir am Schluss, wo wir das noch unterbringen hier drauf. So, die verbleibenden Teile nehme ich einmal hoch. Positioniere das Ganze noch ein bisschen neu, sodass wir direkt weitermachen können. Teile des Bauplans sind gerade hinten vom Tisch verschwunden, aber das ist nicht so wild. Das war quasi das, wo ich es rausgeschnitten habe. So, hier haben wir wieder schöne Els. Das hier, das sind übrigens die Teile beim Kinn. Hier sind noch mehr Teile. Da muss man für gewöhnlich so ein bisschen anders vorgehen. Ich habe hier relativ dünnes Material, das heißt von daher, da kann ich das Ganze auch einfach glatt wegschneiden. Aber ich möchte euch das Ganze mal zeigen. Hier, da haben wir den Visor drin sitzen. Das Ganze hier, das geht nach innen rein, Richtung Wange. Und dann, ich lege den hier mal kurz beiseite. Das steht also quasi hier so innen drin. Und das hier, das guckt dann wieder nach außen. Das ist so ähnlich wie bei Oberfetzhelm. Wir haben hier quasi so eine Kehle drin in der Form. Das heißt, wir müssten hier das Ganze dann in einem anderen Winkel schneiden und hier auch hier einmal nach innen reinkanten. Das heißt, wir könnten das hier schräg wegschneiden und hier das Ganze von außen her, sodass wir das am Schluss gebogen kriegen. Mal schauen, wie man das hinbekommt. Man kann es auch einfach so hintereinander kleben. Ich schätze mal, das würde auch funktionieren. Kriegen wir dich hier hin. Dann nehmen wir erstmal andere Teile. So, einmal hier drumherum. Dann hier drumherum. Hey, das heißt, ihr Cosplayer, die ihr vielleicht schon sowas habt, so einen Helm, ihr seid momentan einfach in dem Vorteil, dass ihr das ganze Ding nehmen könnt. Könnt dann, Donnerwetter, was ist denn los in der Welt? Ihr könnt das Ganze dann einfach verwenden. Könnt schauen, wie ihr Filter hinbekommt. Und wenn ihr Filter hinbekommt, dann könnt ihr den Helm direkt so verwenden, wie er in den Romanen und so weiter von diesem, wie heißt das mittlerweile, Extended Universe von Boba Fett präsentiert wurde. Noch ein J. Ach, wie schön. Das hier, das ist der untere Abschluss des Helms. Das heißt, von daher sind hier keine Buchstaben. Es sei denn, ihr wollt euren Körper mit dran kleben. Okay.
Ich habe eine sehr schöne Schrift, oder? Ich finde die super. Ungefähr 40 Grad. Vielleicht kann man das Ganze einfach am Schluss drauf stehen lassen auf dem Helm. Ich glaube, das sieht auch cool aus. Na, da kriegen wir Details reingebaut noch. Okay. Übertragen wir mal die ganzen fröhlichen Striche. Hier haben wir ein J. Hier haben wir einen Strich. Haben wir noch ein J. Hier noch eins. Na gut, das sind Bauteile, die man wirklich schwer vertauschen kann mit einem. Das passt schon. Okay. Das heißt, wir haben hier unser nächstes Stück. Und übertragen das direkt da drauf. Ich weiß nicht, ob ich am Schluss einen Dremel einsetze oder ob ich das alles von Hand mache. Ich glaube, ich werde das weiter so beibehalten, dass ich die ganzen Sachen wirklich mit ganz, ganz, ganz Low-Tech-Ansätzen und so weiter mache. So dass ihr das wirklich direkt nachbauen könnt, wenn ihr wollt. So, ein J, noch ein J, noch ein J. Das war schon hierbei. Und jetzt kommt hier wieder so eine schöne Zeichnung rein. Ach, ist das nicht hervorragend. Outer Bell. Grad. Toll, einfach toll. Das heißt, diese Meisterstücke, die können wir direkt auch nach innen übertragen. Ein J. Noch ein J. Noch ein Strich. Noch ein tolles J. Und hier auf der Seite, das war's schon. Eins. Noch eins. Und noch eins. Prima. Ein kleiner Abgleich, ob das alles richtig ist. Da steht auch schon drauf. Perfekt. So. Ein Teil des Visors rundherum. Hier haben wir noch Helmteile. Müsste dann von außen sein. Ja, so machen. Das hier, das setze ich hier rein.
Und schlussendlich die Teile, die so ein bisschen rausgearbeitet werden sollen. Die werde ich dann nochmal vielleicht doppelt machen oder ähnliches. Vielleicht sogar mit dem dreifachen Material, je nachdem. Schön, einfach schön. Macht Spaß, das Ganze. Das heißt, wir haben hier unsere rechte Seite. Ein E. Ich kaufe ein E. Ich auch. So. Schauen, was hier um die Kurve kommt. Oh, ein F. Wer hätte das gedacht? Ein F. Dann erstmal ein Nichts. Und nach der Kurve mit einem Nichts kommt wieder ein Strich. Da wieder ein Nichts. Dann ein D. Hier ist wieder ein Strich. Etwas präziser arbeiten, Freund. Und hier gibt es ganz viele Bs. B. Einmal nichts dazwischen und dann noch ein B und hier ist noch ein Strich. Das heißt, wir legen das nochmal da rein, richten alles aus, korrigieren gegebenenfalls die Sachen. Noch ein Pfeil da dran, wo es dann wirklich hin soll. Damit ich das gleich nach innen richtig übertragen kann. B. Dann haben wir hier noch ein B. Das hier ist unsere rechte Seite. Oh, und hier. Da ist die wirkliche Linie. Okay. Das passt dann. Und dann haben wir noch das. So. Diese Seite kommt direkt hier neben. Einfach die Bauteile erstmal aufzeichnen und komplett spiegeln. Da kann man sie wirklich beiseite legen und hat dann halt nachher nicht die Sucherei, was habe ich jetzt schon aufgezeichnet und was nicht. Macht das einfach direkt. Das macht das Ganze wahrscheinlich so ein bisschen einfacher, zumindest habe ich das Gefühl. So, das kommt hier unten hin. Dann haben wir das auch da. Hier haben wir noch etwas an der Seite. Hier ist noch ein schönes D zwischen.
Und das waren sie schon, die Linien. B. Noch ein B und ein E. Gut. Jetzt übertrage ich das Ganze nach innen. Ein E kommt hier hin. Hier ist die Linie. Hier ist mein B. Schlussendlich wird es garantiert an der einen oder anderen Stelle nicht ganz genau passen. Aber das ist ja gar kein Problem. Ich meine, ob jetzt hier diese ganzen Linien ganz genau passen oder ob wir die am Schluss noch so ein bisschen hin und her schieben, die Bauteile. Wir müssen dann eh schauen, wie das mit den Kanten aufeinander passt und trifft und ob alles passt und wenn es nicht passt, wie wir es passend machen können und so. Aber wie gesagt, das hier ist eine komplette Variante, die ich euch hier aufzeichne, 1:1, damit wir einfach gemeinsam knobeln können und schauen können, hey, was kann man da machen oder gibt es da irgendwelche Probleme, die man vorher nicht gesehen hat oder was macht man bitte schön, wenn an zwei Stellen plötzlich die Linien auseinanderlaufen? Passt man das Ganze an oder sagt man, das ist ein Fehler in den Bauplänen oder was macht man da? Versucht man es wegzuschieben oder versucht man es einfach zu lösen? Ich glaube, wir lösen das dann einfach. So, und hier haben wir noch ein schönes E. Ein schönes E, ein sehr schönes E. Ja, wenn wir das hier einsetzen, dann haben wir da noch ein bisschen Platz. Man muss hier natürlich bedenken, dass wir hier noch diese Kante reinschneiden. Fällt natürlich bei so einem dünnen Material nicht wirklich ins Gewicht, aber wir machen das. So, da hinten geht es jetzt um die Kurve rum. Mal schauen, dass ich das noch mit den Fingern hier ein bisschen Support kriege, ein bisschen unterstützt kriege, das Ganze. Hier haben wir ein J. Die Linien zeichne ich hier direkt mit. Dadurch, dass das relativ schnell wegrutschen könnte sonst, finde ich, ist das besser, wenn wir da passend agieren. So. Hier haben wir ein J drin. Naja, ich weiß, dass es ein J ist. Irgendwann noch ein J. Sehr cool. Hier kommen wir die ganze lange Kante nach oben. Haben ein H, haben wir hier einen Strich. Da haben wir den nächsten Strich. Und da arbeiten wir uns bis ganz oben hin vor. Hier müssen wir jetzt darauf achten, dass wir ab hier ankommend überall diese Kante haben.
in a bevel, rund 40 Grad. Hier haben wir unser K, hier haben wir unser K. Das heißt, wir finden uns am gleichen Werkstück und hier innen drin, das wissen wir ja schon. Das werden dann diese ulkigen kleinen Teile von hier drüben sein, die hier reinkommen. Und fertig. Und wenn ihr denkt, bei diesem ganzen Ding hier, Mensch, da an einer Stelle, das passt wirklich nicht, dann ist das teilweise so gewollt, weil hier, wenn das genau ineinander passen würde, hätten wir ein glattes Werkstück. Aber es soll ja durchaus gebogen sein. Von daher keine Panik, erstmal ist alles okay. Einfach erstmal machen und nachher gucken, wie es dann wirklich aussieht. Wenn es einem nicht ganz passt, dann kann man immer noch individualisieren und sagen, ich hätte das lieber so oder das lieber so. Das ist alles übertragen. Die J's sind da, wo sie sein sollen. Die H's sind da, wo sie sein sollen. Als erstes ein R rein. Dann hier das H hin. So. Hier oben haben wir ein K. Dann, was haben wir dann noch? Da geht es erstmal weiter rund. Ja, rund gehen, das ist schön. So, hier da haben wir noch so ein bisschen was. Und jetzt geht es hier auf der N-Seite mit den J's weiter. Ein J und Strich und noch ein Strich, noch ein J, noch ein Strich, noch ein J. Das ist doch sehr schön. Gut, dann können wir das noch mit hier reinsetzen. Setzen wir es einfach so rum dahin. Und wenn ihr sowas nachbaut, bitte darauf achten, dass ihr das richtige Material verwendet. Denn es gibt beispielsweise PVC-Platten, aber wenn man die verwendet, hat man das Problem, dass man die nicht um zwei Ecken biegen kann, sondern die kann man nur um eine Ecke biegen. Und bei zwei wird das nicht ganz funktionieren, dafür ist das Material nicht gedacht. Dafür habt ihr da die falsche Kettenstruktur drin. Hier innen drin haben wir ein J. Also bitte darauf achten. Nichts PVC, sondern lieber das hier. Also guckt einfach nach Heizungsdämmung, beziehungsweise macht es richtig vernünftig, wie die Cosplayer, und nehmt einfach was Passendes. Aber ich finde es halt auch cool, wenn man Material nimmt, das direkt richtig Beulen und Dellen gibt und kriegt, so dass es wirklich lebendig aussieht, beziehungsweise gelebt aussieht. Ganz langen Weg drumherum. Das sieht schön aus. Oh. Unser K. Die ganzen J's sind da. Hier auf der Seite fehlt noch was. So, das sieht doch schon mal gut aus.
Wenn ihr mich abonniert und unterstützt ein bisschen, vielleicht ein bisschen was bei Patreon in den Klingelbeutel schmeißt, dann kann ich sicherlich auch sowas hier mal mit richtig schönen Materialien machen. So, hier um die Kurve. Und Inner Bevel 40 Grad ungefähr. Super schick. Das ist relativ präzise dann, was wir da machen müssen an der Stelle. Und sehen beide Seiten hinterher noch unterschiedlich aus. Das wäre ja doof. Dafür muss man sich dann nicht die Mühe machen. Also, ihr lieben Leutchen, wenn ihr das nachbaut zum Beispiel, gucken, dass ihr schön sauber arbeitet. Ich meine, am Schluss muss man sowieso ein bisschen hin und her tricksen. Ist wahrscheinlich, weil irgendwo was nicht ganz genau passen wird, aber man kann es sich leichter oder schwerer machen. Ich wäre dafür, man macht es sich ein bisschen leichter. Das Haar kommt noch flink hier rein. Gleichen wir es einmal kurz ab. Das sieht auch super schön aus. Cool. Wie viele Teile haben wir noch? Ist nicht mehr allzu viel. Und weiter geht es mit der schönen Geschichte. Ich habe das schon mal so ein bisschen zurechtgeschoben jetzt wieder. Schöne saubere Kanten. Und das Ganze hier, das wird von Hand gearbeitet, so wie ich das mit allem mache. Sogar mit sämtlichen Ziegeln, die ihr bekommen könnt. Hey Leute, die sind alle handgeschnitten. Alle komplett richtig schön. Mal gesägt, mal mit der Hand geschnitten, mit einem Heißdrahtschneider oder ähnlichem. Je nachdem, wie der Megadessen steht. F. Und hier unten haben wir das G. Drum, A, F. Schön. Das war ja schon der Teil. Dann schreiben wir hier schon mal das R drauf für rechts. Das hin, flink ein G dazwischen gepackt. Ich bin vor allem mal gespannt, wie wir hier einen vernünftigen Luftfilter realisieren können. Na ja gut, obwohl besser als so ein Stofftuch vor der Nase wird alles sein. Effizienz, um sich selbst zu schützen. Ich glaube nahe Null. Ziemlich böse, aber wenn einem direkt ins Auge reingehustet wird oder so, dann hat man eh verloren. Sonst sind die ja auch nicht gerade. Das, was man als medizinisches Produkt sehen kann. Und auch das hier, das wird keine Atemschutzmaske sein. Auch das hier ist kein medizinisches Produkt. Auch
Ach, das hier ist nicht abgenommen und zertifiziert, sondern das ist einfach nur eine Spielerei, schlussendlich. Aber eine, die, glaube ich, ziemlich cool sein wird. Und nebenbei denke ich mal, wenn man hier über den Helm als Filtersystem arbeitet, dann kriegt man wahrscheinlich schon noch ein bisschen bessere Werte hin. Zum einen kann einem keiner mehr in die Augen husten. Außer wenn gesagt wird, von wegen Vermummungsgesetz, bitte setzen Sie das Ding ab. Dann wird es natürlich kribbelig. Dann kann man aber noch sagen, aber ich bin Mandalorianer und Mandalorianer nehmen ihren Helm nicht ab. Zumindest meistens nicht. Oder habt ihr schon mal Boba Fett damals im Kino ohne Helm gesehen? Huch. Ich meine, Django, der hatte sogar seinen Helm noch auf, als der Kopf dann schlussendlich gefehlt hatte, also. Na gut, lass das bitte nicht so weit kommen, egal was ist. Und vor allem, legt euch nicht mit Jedis an, die Lichtschwerter haben. Macht das nicht, wäre eine doofe Idee. Okay, hier haben wir ein F. Das A. Hier hinten ist keine Linie, die hierzu gehört. Das A und das G, die liegen gegenüber. Das da drüben ist keine, die hier dran gehört, sondern die gehört zu dem oberen Helmsegment. Diesen Teil haben wir auch abgeschlossen. F. Hier geht es ums Eck rum. Hier haben wir ein A. Ich bin einfach mal gespannt, wie die Leute darauf reagieren, wenn man mit sowas hier auftaucht. Momentan sieht alles sowieso aus wie ein gigantischer Maskenball, von daher fällt das, glaube ich, nicht so ganz ins Gewicht. Gut. Das ist fertig. Das hier wird nach innen übertragen. Schiebt das mal ein bisschen nach oben, dass ihr das gut sehen könnt. Wäre schade, wenn euch was entgeht. Ein A, ein F, noch ein schönes F. Hier gibt es viele Fs. Eben hatten wir ganz viele Bs und noch ein bisschen As und jetzt haben wir ultra viele Fs. Ja, ultra nicht. Aber schon ein bisschen. Bisschen ziemlich viel. So, okay. Müsste das gewesen sein, das ist das hier quasi gespiegelt. Und fertig ist die Kiste. Das hier, das müsste eigentlich ausgeschnitten werden. Das können wir aber auch später noch machen. Wir zeichnen es erstmal so auf, denn hier oben diesen ganz, ganz, ganz schmalen Steg. Ich meine, wie viel ist das? Spitze vom Kuli? Eine Mine vom Kuli? Ist wahrscheinlich so zwischen 1,5 und 2 mm breit. Ich glaube, wenn man ehrlich ist, wenn man das dann versucht abzumalen, das gibt wahrscheinlich mehr Bruch, als dass es irgendwas anderes bringt. Und das hier, das brauchen wir auf jeden Fall nur einmal. Das basteln wir direkt hier hin. Das kommt hinten an den Hinterkopf. Was natürlich auch noch cool wäre, dass wir dann später diese Upgrades, die das dafür noch gibt, was würde hier drüber weit hinausführen. Es gibt da Upgrades, zum Beispiel bei Thingiverse oder ähnliches, für den 3D-Drucker, wo man sich dann das Innenpolster zusammenbauen kann oder die ganzen Knöpfe, Schalter und Hebel, die alle drin sind in dem Helm. Die könnte man sich dann noch per 3D-Druck optional dazu holen und das ganze Ding noch ein bisschen weiter upgraden.
Das setze ich direkt hier oben zwischen. Ach, das ist aber ein schönes, schönes Stück. Das passt da ganz toll hin. Das will genau hier hingezeichnet werden. Ich sag's euch. Willst du da hingezeichnet werden? Ja, ich will da hingezeichnet werden. Aber wenn, dann schon bitte richtig. Hier oben was, da was, da so ein bisschen was. Cool, einfach nur cool. Macht richtig Spaß. Ich hatte, wenn ich ehrlich bin, auch darüber nachgedacht, so ein ganzes Ding hier einfach zu mauern mit den fröhlichen Ziegeln. Aber ich glaube, da wird man irre bei. Was ich definitiv machen werde, weil das hier ist ja relativ dünnes Material. Ich denke mal, ich werde hier innen rein diese Verstärkung und so weiter, vielleicht auch Richtung Kinnpolster oder ähnliches. Da werde ich mal schauen, dass ich so ein bisschen was davon einsetze. Oder halt direkt mit Schaumstoff arbeiten. Ich glaube, da habe ich noch so ein paar Reste übrig. Und wenn ihr rumschaut, dann habt ihr sicherlich auch noch ein paar Reste übrig. Oder nehmt Teile irgendwie von so einer Dämmung von der Heizung oder ähnlichem. Von den Heizungsrohren. Aber bitte, bitte, bitte pulst du nicht einfach so von der Heizung ab. Sondern wenn sowas rumfliegt, könnt ihr das nehmen. Oder nehmt einfach Stoff, der am Hals abschließt. Oder macht damit irgendwas. Klebt ein Stück Pappe rein oder ähnliches. G, H. Oh, wo ist denn ein I? I habe ich noch gar nicht gesehen. Nur ganz viele Js und so. Und vor allem Fs. Jede Menge F. Jede Menge B. Aber ein I bis jetzt noch gar nicht. Okay, das ist alles drauf. Sehr gut. Das ist es genehmigt. Ein R draufschreiben. Das hier ist ein H. Hier haben wir noch ein H. Eine ganze Ecke nichts, weil das außen drum herum läuft. Das heißt, wir haben hier unsere untere Kante des Helms. Dann haben wir hier das G. Oh, ihr lustigen und lieben Leute. Nähert sich unser Papierstapel so langsam dem Ende. Das heißt, bald ist alles übertragen. Und wenn alles übertragen ist, dann wird geschnitten. Und wenn alles geschnitten ist, dann wird geleimt wie verrückt. Und nebenbei wird hoffentlich auch geliked und kommentiert wie verrückt. Das wäre sehr cool. Ich möchte einfach gerne wissen, wie euch das Ganze gefällt oder was ich insgesamt vielleicht noch besser machen kann, verändern kann. Den Kollegen setzen wir hier unten hin. Ja. Genauso machen wir das. Du Kollege, kommst hier unten hin. Huch, einmal abgerutscht. Ist egal. Ist halt auch später das Schöne daran, wenn ihr irgendwo abrutscht, schiebt das mal wieder ein bisschen hoch, damit ihr das komplett sehen könnt. Wenn ihr irgendwo abrutscht oder ähnliches, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht so wild sein. Denn, bedenke, Mandalorianer, Kampfhelm, Beulen, Dellen. Oder ihr könnt direkt Bobas Variante nehmen. Das Ding besteht quasi aus Beulen und höchstwahrscheinlich Spachtelmasse und ein bisschen Gaffer-Tape und sonst was innen drin. So, hier haben wir ein G. Sehr gut. Ein F, sehr food, keine Ahnung, noch ein F, eine Linie, F und noch eine Linie. So, die kommt genau dahin. Und hier haben wir noch ein I schlussendlich.
So. H-I-F-F-G. Eine ganze Menge leeren Raum unten am Helmkantendings. Das heißt, wir haben das nächste Stück übertragen und fertig. Toll, läuft gut. Läuft richtig, richtig gut. Ein F. Und noch ein F. Noch ein G. Und eine ganze Ecke nichts. Hammer. Wirklich der Hammer. Wenn ich ehrlich bin, mich erinnert das selbst ein bisschen an Bob Ross. Nur, dass ich hier noch nichts ein bit crazy irgendwo tue, sondern noch ist alles handgedengelt und handgebogen hier dran. So. Da ist noch nichts crazy. Jetzt wird erstmal crazy gemalt und dann später wird crazy gecraftet. Okay. Gut, sehr schön. Seht euch das an. Jetzt kommen wir zum schönen Teil hier vorne, zu dem Visor. Wenn man sich überlegt, wenn man den beispielsweise beim Einkaufen durch die Gegend schleppt, dann sollte man den vielleicht nicht so ganz so flach machen, sondern vielleicht ein bisschen höher, damit man überhaupt sehen kann, was ist. Außer man baut natürlich irgendwelche Kameras rein, guckt geradeaus, sieht aber eigentlich auf der Kamera im Helm drin irgendwas im Regal schräg hinter sich und greift da einfach zu und packt das ganz genau. Wäre natürlich auch eine richtig starke Sache. Ach so, apropos Kamera, falls ihr Ideen habt, wie man das Ganze hinbekommen kann, dass man so eine Kamera in den Helm integriert und Display reinbaut, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, denn ich meine, Display ist schön und gut, aber normalerweise müsste man dann auf so 2 oder 3 cm oder 5 cm vielleicht Entfernung fokussieren. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Also welche Art von Linse braucht man, damit man quasi gegen unendlich oder zumindest gegen so ein paar Meter Distanz fokussieren kann? Und man hat dann das Display trotzdem vorm Auge. Ihr wisst, was ich meine, oder? Dann könnte man das Ganze nämlich mit einem Raspberry oder ähnlichem bestücken und sich dann wirklich so Optiken und so weiter dran bauen. Oder könnte man dann machen. Wäre echt stark. Nur natürlich ist es relativ müßig, dass man dann halt plötzlich auf ein Display schaut, das so weit weg ist und direkt danach wieder versucht rauszuschauen und dann halt meterweit gucken muss. Ich schätze mal, das gibt dann, auf Dauer gibt das nichts, wenn man ehrlich ist. Das sieht dann auf den ersten Blick witzig aus, aber auf den zweiten ist es irgendwie blöde und man kann es doch nicht richtig nutzen. Aber da gibt es sicherlich einige Gimmicks, die man noch reinstecken kann. Ich meine, eine Kleinigkeit wäre natürlich dann auch, noch sowas zu integrieren, wie zum Beispiel so ein Infrarotthermometer. Oder wenn man schon eine Kamera drin hat und noch ein paar IR-LEDs, also Infrarot-LEDs draußen dran baut, dann haben wir schon ein Nachtsichtgerät. Na gut, zumindest ein rudimentäres. Denn merke, normale Kameras, es sei denn, ihr habt einen Filter davor gesteckt, sehen auch infrarotes Licht. Deswegen sieht auch Rot für gewöhnlich so ein bisschen seltsam aus, wenn man das aufnimmt. Das sticht dann so eher ins Lila oder ähnliches rüber oder hat so einen knalligen Orange-Effekt. Das liegt einfach daran, dass eure Kamera mehr sehen kann, als ihr es könnt. Haltet eure Handys beispielsweise mal oder haltet eine Fernsteuerung vom Fernseher, ein ohne Bluetooth natürlich. Haltet die mal bitte vor die Kamera und drückt mal drauf. Und dann könnt ihr sehen, dass man diese Blitze von der Kamera, die Kodierung, sehen kann. Okay, das haben wir da und dann können wir das hier drumherum legen.
Alles sauber drauf übertragen. Das ist natürlich der offene Teil, das heißt hier an der Stelle, da wird nichts dran gemacht. Hier haben wir noch ein Haar. Übertragen wir das mal direkt hier rein. Ich sehe hierbei nicht allzu viel. Ein K. Noch ein K. Das wird natürlich dann spannend, wenn wir hier mit einem Winkel dran gehen, dann kriegen wir hier Druck auf das Ganze. Und wenn wir Druck da drauf kriegen, dann verformt sich das hier. Und dadurch, dass das relativ dünn ist, wird sich so oder so verformen. Das tut es auch bei Schaum. Von daher muss man da so ein bisschen drauf achten, beziehungsweise ein bisschen schauen, dass man das dann stabilisiert kriegt. Das hier, das wird ein R. So. Noch ein K hier vorne hin. K. Hier ein Strich, ein schöner Strich. Ach, ist das ein schöner Strich. Hier oben das H zwischen. Und dann ganz oben an die Ecke das F. Fantastisch. F wie wunderschön. Apropos F. Ich glaube, das hieß Etüde an F von Ernst Jandl. Schaut euch das mal an, das ist witzig. Gibt es, glaube ich, vorgelesen zu finden, aber das gibt es auch so. Das ist eben jener Ernst Jandl, der auch Ottos Mops gemacht hat. So, ein H und noch ein Strich. Und dann geht das hier um die Kurve bei dem F herum. So, das F. Da fahr es wieder das F. Und jetzt die Innenseite des Visors. Hoch. Stück für Stück. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber es ernährt sich doch. Auch wenn es einen Puls von gefühlten 580 hat. Meine Güte, ich habe das Gefühl, wenn die noch ein bisschen mehr zittern, dann fällt ihnen das Fell ab. So, jetzt haben wir den rechten Teil. Eine Menge Ks und Hs und F und überhaupt. Hier ist es nicht schick. Ein H. Haaresbreite. Ach, jetzt habe ich es doch gesagt, verdammt. Gut, sehr gut. Toll. Jetzt haben wir das schon soweit. Und jetzt kommen doch die kleinen Details, die kleinen. Ja, wo sind sie dann, die Details? Ja, hier haben wir eins. Das Ganze hier, das wird natürlich dann so ein bisschen erhaben am Schluss dargestellt. Das heißt, das hier, das kommt dann beides ein bisschen hoch. Und hier, da ist auch noch so ein bisschen was. Aber das kommt ja später. Die Details kommen immer erst später.
Wie war das? Erstmal müssen wir das ganze Ding so zum Fliegen kriegen und dann später können wir richtig loslegen. Und da das ja keine Raketenwissenschaft ist, haben wir sogar mehr als einen Versuch, dann nochmal so ein bisschen nachzufassen und nochmal nachzubessern. Na ja, gut, wenn man ehrlich ist und sich die ganzen Videos und sowas anschaut dazu, haben die auch viele Versuche gebraucht. Nur der Vorteil ist bei uns, dass die Versuche wesentlich günstiger sind und na gut, dafür auch weniger spektakulär, aber man muss auch weniger aufräumen. Schluss reicht schon fast ein Staubsauger oder so. So, einmal. Und dann passt du noch daneben. Nee, dann machen wir das hier hin. Ein zweites Mal. Ha! Ja. So, ich hebe das Ganze mal um, damit ihr das auch richtig sehen könnt, was ich da hinten mache. Vor allem wäre es blöd, weil ich dann sonst auf dem Mikro liegen würde und dann würdet ihr nichts mehr hören. Nur noch knirschen, rauschen. Blödsinn. Das wollen wir nicht. Oder wollen wir das? Nein, das wollen wir nicht. So, hier lang, da lang. Ach, ist das schön. Ich freue mich schon. Und wenn ihr euch auch freut, dann teilt es mir mit. Like die Kiste, abonniert das Ganze. Unterstützt mich, damit ich auch weiter fröhlich das Zeugs hier zusammen tackern kann. Und vor allem schönes Material holen kann. Das wäre echt toll. Ich meine, ich mache das für euch und ihr habt es verdient, dass ich schöne Sachen mache damit. Okay. Und das hier, wie gesagt, das lassen wir erstmal zusammen. Wir gucken mal, was am Schluss draus wird. Auseinanderschneiden können wir es immer noch. Das am Schluss zusammenschneiden wird ein bisschen schwer, deswegen achten wir da ein bisschen drauf. So. Jetzt haben wir hier noch einen Teil. Das wird dann quasi später hier reingesetzt. Ich habe das ja nicht ausgeschnitten, sondern erstmal so gelassen. Und das brauchen wir 6-mal. Und das ist eigentlich auch 2 mm starkes Material. So, das hier lang und da lang. Wir sind schräg gehalten, den ganzen fröhlichen Kuli. Toll, einfach toll. Hier lang. Hui, wie nun halten? Hier hinten lang. Wieder so ein Punkt hier, da könnte man sich es natürlich auch wieder einfach machen, so man denn so einen fröhlichen 3D-Drucker zu Hause hat, dass man sich die Teile einfach dann druckt. Sieht wahrscheinlich auch ziemlich cool aus, da kann man auch kleinere Details anpacken. Wenn man zum Beispiel so eine 0,2 mm Nozzle oder sowas nimmt, oder 0,25, da kann man schon richtig, richtig schickes Zeugs mitmachen, sicherlich. Aber auch hier wieder mein Ansatz ist, ihr könnt das nachmachen. Deswegen bleibt die ganze Technik relativ rudimentär. Und ich werde da nicht kompliziert mit irgendwelchen großformatigen Sachen rumhampeln, die ihr dann vielleicht nicht habt.
Drei Stück. Wie ist das eigentlich für so eine Form? Template ist, glaube ich, besser als Mold, oder? Mold, das klingt irgendwie so nach Mulde, nach Gussform. Wie ist das mit Blueprint? Ist Blueprint vielleicht auch passend? Ich meine, überlegt mal, was ich hier gerade mache. Ist das nicht ein Blueprint? Irgendwie schon, ne? Würde ja Sinn ergeben. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare rein. Dafür sind sie da. So. Prima. Noch ein Stück. Hier hinten setzen wir jetzt noch eins zwischen und dann noch ein kleines. So. Einmal dahin. Mold, Blueprint, Blueprint, Mold, Form, vielleicht Form. Form klingt witzig. Template, Blueprint, Mold. Jetzt bin ich selbst ganz durcheinander. Vielleicht kann es ja jemand in die Kommentare schreiben. Damit ich nicht die ganze Zeit ganz konfus durch die Gegend laufen kann, ich mehr weiß, wie ich heiße oder sowas. So, letztes Stückchen. Meine Güte, ihr seid echt zäh. Wisst ihr das, wenn ihr euch das bis hierhin anschaut? Wahnsinn. Ihr seid echt coole und engagierte Mädels und Jungs. Das ist echt der Hammer. Cool. Finde ich schön, wenn euch das Zeug gefällt. Oh. Ich würde mal sagen, tada, das wäre es fürs Erste. Das hier haben wir geschafft. Ah, wartet, hier sieht es auch gut aus. Coole Sache. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Und dann wird das ganze Ding noch ausgeschnitten.